Moin und damit ein ganz herzliches Willkommen zu 10 Fotografensprüche, Folge Nummer 4. 10 Fotografensprüche von bekannten oder auch weniger bekannten Fotografen, die ich interpretiere und dir meine Gedanken dazu mitteile und mit dir bespreche, was der Fotograf sich wahrscheinlich dabei gedacht hat und was du für deine Fotografie daraus mitnehmen kannst. Wieder soweit. Es gibt eine neue Folge von 10 Fotografensprüchen hier auf dem Kanal der FF-Fotoschule und ich freue mich wirklich wahnsinnig, diese Sprüche gemeinsam mit dir zu teilen. Ja, also einfach mit dir gemeinsam da drauf zu gucken und zu gucken, was haben eigentlich berühmte Fotografen gesagt und was können wir zwei da für unsere Fotografie draus mitnehmen. Und wir starten mit Spruch Nummer 1 und der Spruch Nummer 1, der ist: Ohne Stativ knipst man, mit Stativ fotografiert man. Und der Spruch ist von Berenice Abbott. Und ja, ohne Stativ knipst man, mit Stativ fotografiert man. Das ist, denke ich, etwas, was nicht für alle Arten der Fotografie gelten kann. Ja, also in der Reportagefotografie, in der Streetfotografie, auch oft in der Porträtfotografie sind Stative natürlich hinderlich. Das muss man ganz klar sagen. Du verlierst Flexibilität. Und auch wenn ich hier wie immer natürlich vom Stativ filme, ist natürlich das nur dem geschuldet, weil ich hier in einem festen Setup stehe. Aber wenn ich jetzt mich ein bisschen bewegen würde, dann wäre es natürlich auch cooler, die Kamera würde sich mitbewegen. Dasselbe gilt eben auch für viele andere Arten der Fotografie. In der Landschaftsfotografie, in der Architekturfotografie, in der Stilllife-Fotografie, also überall da, wo das Objekt still steht, da ist natürlich super hilfreich, wenn man ein Stativ dabei hat. Denn das Stativ sorgt für verschiedene Dinge. Das sorgt zum einen dafür, dass man sich mehr mit dem Bildausschnitt beschäftigt und auch mehr mit dem Bildaufbau, weil man hat Zeit, da durchzugucken. Und der verändert sich auch nicht von Durchgucken zu Durchgucken, sondern der bleibt ja konstant. Ja? Man hat Zeit, auf das Licht zu warten. Man hat Zeit, zu gucken, was geschieht hier eigentlich in meinem Motiv. Man hat Zeit, sich für die richtige Brennweite zu entscheiden. Man hat Zeit, die Belichtungszeit und die Blende so einzustellen, wie sie für das Motiv hilfreich sind und so weiter und so weiter. Du hast halt einfach Zeit, weil deine Kamera keine Eile hat und dein Motiv da in dieser Art der Fotografie in der Regel auch nicht. Insofern finde ich, ist der Spruch, ohne Stativ knipst man, mit Stativ fotografiert man, durchaus für viele Arten der Fotografie zutreffend. Für manche andere eben auch nicht. Der Spruch Nummer 2 für heute ist: Bilder, welche du gemacht hast, haben Einfluss auf die, welche du machen wirst. So ist das Leben. Der Spruch ist von John Sexton. Bilder, welche du gemacht hast, haben Einfluss auf die, welche du machen wirst. So ist das Leben. In der Tat, das ist ja immer so. Menschen, die reflektieren, Menschen, die sich Dinge, die ihnen im Leben passiert sind, zu Herzen nehmen. Menschen, die aus Fehlern lernen, die wissen das alles. Ja? Denn machen wir uns nichts vor. Ein ganz guter Fotokumpel von mir hat mal gesagt, mir ist nicht wichtig, ob ich heute das beste Foto mache, sondern ob ich morgen ein besseres mache als heute. Und das geht in diese Richtung. Natürlich lernen wir aus dem, was uns gerade passiert, für die Zukunft. Und das ist bei der Fotografie auch so. Fehler werden gemacht, das ist ganz normal, aber es ist natürlich immer gut, wenn man aus diesem Fehler lernt, die richtigen Schlüsse zieht und dann eben den nicht wiederholt und damit beim nächsten Mal ein besseres Foto macht. Ist ja logisch. Der nächste Fotografenspruch ist von Bob Schell. Und er hat gesagt, Kreativfilter haben die Kreativität so viel zu tun wie Kunsthonig mit Kunst. Also Kreativfilter haben mit Kreativität so viel zu tun wie Kunsthonig mit Kunst. Und das finde ich wirklich lustig, muss ich sagen. Weil natürlich haben Filter in unser Leben Einzug gehalten. Das ist mal vollkommen offensichtlich. Ja? Also während ich hier ganz normal im Prinzip filme, kannst du das mit dem Handy fast nicht mehr. Und selbst wenn du es mit dem Handy ganz normal filmst, dann bist du geneigt, hinterher noch einen Filter drüber zu legen. Aber der Filter macht halt nichts mit deiner Kreativität. Die Kreativität kommt ja aus was ganz anderem. Die kommt aus deinem Inneren. Die kommt durch Dinge, die dich influenzen, also beeinflussen. Die kommt durch Dinge, die du dir überlegst, mit denen du Verrücktes machst. Mal was anderes als alle anderen und so weiter und so weiter. Und das ist nicht damit getan, dass du irgendeinen Filter über dein Bild drüber legst. Und wenn die Kreativfilter heißen, mach schon mal ein ganz großes Fragezeichen daran, ob die wirklich irgendwas mit Kreativität zu tun haben. Meistens ist das nämlich nicht so. Von Walter Ludin kommt der Spruch, ohne Fotografen gäbe es weniger lächelnde Leute. Und ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht kennst du auch die Menschen, wenn du die Kamera in deren Richtung hältst, die dann
eher so ein bisschen skeptisch gucken oder eher so ein bisschen verbissen oder eher erschrocken oder sowas, die gibt es natürlich. Aber eine ganz natürliche Reaktion, ganz besonders, ich sag mal, im nicht mitteleuropäischen Ausland, ist zu lächeln. Und das, sobald du die Kamera hochmachst. Und das ist irgendwie auch geil, muss ich sagen. Die Menschen glauben halt, dass sie lächelnd besser aussehen als nicht lächelnd und versuchen eben das Beste daraus zu machen. Das ist so, wie wenn du jetzt nochmal zum Thema Stilllife zurück, du machst dir ein schönes Stilllife-Setup, da polierst du ja ganz am Ende auch den Klavierlack von dem Objekt oder machst das Glas sauber, Glasreiniger. Auch da versuchst du das Beste aus dem Motiv rauszuholen. Und so sind halt auch viele Menschen, die versuchen aus sich das Beste rauszuholen, indem sie lächeln. Insofern, sehr schöner Fotografenspruch, finde ich, ist auch wirklich so in der Praxis, bin ich der Meinung. Von Diane Arbus haben wir den Spruch, ich glaube in der Tat, dass es Dinge gibt, die niemand sehen würde, würde ich sie nicht fotografieren. Ja? Also, ich glaube in der Tat, dass es Dinge gibt, die niemand sehen würde, wenn ich sie nicht fotografieren würde. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall so. Der Mensch ist verrückt. Ja? Also wir sind ein Herdentier. Und das merke ich immer wieder. Ja? Ich mache dir mal ein Beispiel. In Rom auf dem Aventin gibt es das bekannte Schlüsselloch am Malteserkloster. Du kennst das Schlüsselloch, wenn du in Rom warst. Eigentlich jeder Rombesucher kennt dieses Schlüsselloch. Die Wahrheit ist, da durchzugucken, die mit waren oder schon mal waren, ihr müsst nicht unbedingt verraten, was hinter zu sehen ist, aber da durchzugucken, ist ja entstanden dadurch, dass da mal jemand durchgeguckt hat. Und ich habe schon mit Reisegruppen nur aus Jux und Dollerei in Rom mit den Kameras vor einem anderen Schlüsselloch gestanden, mitten in der Stadt. Wir haben die Kamera davor gehalten, haben so Geräusche gemacht wie, oh, huh. Der nächste ist reingegangen, hat da durchgeguckt und hat ein bisschen erstaunte Geräusche von sich gegeben, die Kamera davor gehalten und ausgelöst. Und dann, wenn sie es nicht glauben, dann bildet sich eine Schlange hinter einem. Wenn ich da mit 6 Leuten oder 7 Leuten stehe und wir machen so Geräusche und sind ganz erstaunt und erfreut und machen Fotos, dann bleiben Menschen stehen mit ihren Handys oder ihren Kameras und wollen das auch und stellen sich in der Reihe hinten an. Und in der Tat ist es so, dass ich vermehrt merke, wenn jemand in eine bestimmte Richtung fotografiert, andere geneigt sind, auch in diese Richtung zu fotografieren. Und das ist in unserem Fall auch gut so. Ja, also gerade wenn wir auf Fotoreisen sind, wo wir auch mal Fotos machen, dann ist es oft gut, und das sage ich auch immer wieder Teilnehmenden, in unserer Nähe zu bleiben, in der Nähe des Dozenten zu bleiben. Wenn du dir was abgucken möchtest und du lernst, gut durch Abgucken und nicht so gut durch eigene Fehler machen, dann bleib in der Nähe, weil du wirst wahrscheinlich auf Motive stoßen, die du selber so gar nicht gesehen und damit auch nicht fotografiert hättest. Guter Hinweis, finde ich hier. Von Dorothea Lange kommt der Ausspruch. Es ist ebenso wichtig, es ist ebenso wenig ein Zufall, dass der Fotograf Fotograf wird, wie es ein Zufall ist, dass ein Löwenbändiger Löwenbändiger wird. Ja, ich glaube, auch da ist eine Menge Wahres dran, weil in der Tat glaube ich, also wenn man sich so umguckt, wir sind schon so ein bisschen die Exoten unter den Fototrainern, das muss man auch sagen, denn viele der Menschen, die das tun, die mit uns im Wettbewerb stehen und so weiter, sind halt ITler und sowas und das ist auch in Ordnung. So. Aber in der Fotografenszene sehe ich schon sehr viele, die sich ganz bewusst für das Fotografieren entschieden haben und auch eine entsprechende, ja, wie soll ich sagen, eine entsprechende Attitüde haben vielleicht, könnte man sagen. Also es gibt natürlich die Künstler, ja, die ganz bewusst Kunst fotografieren. Es gibt die Reporter, die Fotoreporter, die gibt es ja weniger, Reportagefotografen und so weiter. Und man kennt sie eigentlich alle. Und die machen das nicht aus Zufall, die machen das aus ihrem Inneren. Denn das ist jetzt kein Beruf, mit dem du unfassbar reich werden kannst in aller Regel. Ja, da gibt es auch die paar Prozent, die damit richtig reich werden. Aber in aller Regel wirst du ja nicht unendlich reich. Und ich habe das hier auch schon auf dem Kanal gesagt und auch in anderen Interviews. Machen wir uns nichts vor, wenn ich weiter als Angestellter gearbeitet hätte, als leitender Angestellter, dann hätte ich schön mein 6-stelliges Jahresgehalt weiter kassiert und wahrscheinlich wäre ich, ganz sicher, wäre ich reicher als jetzt, finanziell gesehen. Aber ich wäre lange nicht so reich von dem, was ich an Erfahrung gesammelt habe, an Erlebnissen, an Dingen auf meine Festplatte hier oben brennen konnte. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass der Löwenbändiger natürlich Löwenbändiger wird, weil er einen Bezug zu Löwen hat. Und der Fotograf wird Fotograf, weil er einen Bezug zum Fotografieren hat. Und das ist auch gut so. Von Almut Adler kommt der Ausspruch, Frauen sehen nicht anders als Männer, sie sehen nur etwas anderes. Frauen sehen nicht anders als Männer, sie sehen nur etwas anderes. Ja, das ist sehr schön, muss man sagen. Ich muss versuchen, ganz kurz das selber für mich so zu überprüfen.
denn ich sehe natürlich sehr viele Frauen auf diesem Planeten fotografieren und in der Tat sehen die andere Dinge als Männer. Ich sage dazu immer, da wo wir rauftreten, da liegt meistens schon eine der Damen und macht Fotos, im Zweifel mit ihrem Makroobjektiv und das ist auch gut so. Und ganz oft bei Bildbesprechungen auf so Reisen sind die Kerle, die da sitzen, abends ganz erstaunt, wenn da Fotos kommen, von denen sie sagen, wo ist das gewesen? Da war ich gar nicht. Und die Frau sagt, Entschuldigung, da habt ihr alle da nach links fotografiert. Und ich habe da nach unten fotografiert, weil da stand so eine schöne Blume und die habe ich dann in den Vordergrund von meiner Landschaftsaufnahme genommen und so weiter. Sehen die Kerle meistens gar nicht. Und insofern glaube ich, ist da viel Wahres dran. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Und ich würde den meisten männlichen Fotografen, die sagen, ja, mir entgehen solche Dinge immer. Und wenn ich jetzt so Fotos sehe von weiblichen Fotografinnen, da habe ich immer so das Gefühl, Mensch, das ist ja so ganz anders, als ich fotografiert hätte. Konzentriert euch mal da drauf, was anderes zu machen, als das, was ihr immer tut. Denn natürlich sind wir als Menschen immer im Autopilotenmodus. Das heißt, wir sagen, wenn ich so fotografiere wie die letzten 200 Mal, dann wird das Foto gut. Ja? Und jetzt mach mal ein anderes. Konzentrier dich mal 14 Tage nur darauf, Fotos zu machen, wie andere sie machen würden, dann hast du daraus eine Routine gemacht und kannst das viel besser für dich nutzen. Wir haben von Robert Duisneau einen Ausspruch und der Ausspruch lautet: Die Wunder des täglichen Lebens sind aufregend. Kein Filmdirektor kann das Unerwartete ordnen, das du in der Straße findest. Okay, ganz offensichtlich ein Streetfotograf. Die Wunder des Lebens sind aufregend. Das ist so der erste Teil des Satzes. Die Wunder des Lebens sind aufregend auf jeden Fall, weil du erlebst Dinge auf diesem Planeten mit Menschen oder auch ohne Menschen, die aufregend sind, die anders sind und in der Straßenfotografie ganz besonders. Ich sage es ja immer wieder, ich habe sehr viele gute Menschen darüber kennengelernt, tolle Erlebnisse gehabt, habe zu manchen dieser Menschen nach wie vor Kontakt. Das ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Und kein Filmdirektor kann das Unerwartete ordnen, ist ja auch so. Weil wenn es unerwartet ist, hast du keine Zeit, das zu ordnen. Das ist das Schöne an der Streetfotografie, dass du eben nicht alles ordnen kannst. Selbst wenn du deinen Frame gebaut hast, du stehst irgendwo, hast den Frame aufgebaut und du wartest auf was vorbeikommt, dann kannst du nicht organisieren und dafür sorgen, dass das, was du dir wünschst, vorbeikommt, sondern kommt das vorbei, was eben vorbeikommt. Und insofern finde ich, es ist ein guter Ausspruch für die Straßenfotografie. Sehr, sehr gut. Das letzte für heute, also Ausspruch Nummer 10, ist von Andrew Savulic, heißt der Kollege wahrscheinlich. Ich kenne ihn nicht, aber der Ausspruch lautet: Der beste Weg, mit einer Kamera Geld zu verdienen, ist, sie zu verkaufen. Oh, entweder ist der Kollege gefrustet gewesen oder in der Realität angekommen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, natürlich gibt es Fotografen, die sehr, sehr reich sind, weil sie einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren oder einfach ein gewisses Renommee haben oder was auch immer oder eine Nische gefunden haben. Und am Ende muss man sagen, sind wir, obwohl ich mich nicht als Fotograf bezeichnen würde, primär sind wir natürlich auch in einer Nische, nämlich in der Nische Fotoworkshops, Fotoreisen, Fotowebinare und sowas. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Fotografen, die nach wie vor von dem, was sie da umsetzen, nicht leben können. Und das ist eigentlich sehr bedauerlich. Und das wird natürlich zusammen mit der Möglichkeit, per KI sehr günstig mit ein paar Prompts Bilder erzeugen zu können, noch schlimmer werden für diejenigen, die sowieso nicht gut am Markt positioniert sind. Für die, die Erlebnisse sammeln wollen und die das Leben dokumentieren wollen und Spaß mit der Kamera haben wollen und sowas, für die ändert sich natürlich im Zweifel nichts, aber da ist immer die Frage, wie viel Geld kann man damit verdienen? Insofern, ja, der Mann ist vielleicht seiner Zeit voraus gewesen mit dem Ausspruch, aber gerade im Moment würde ich sagen, ist für viele Fotografen tatsächlich die beste Möglichkeit, Geld zu verdienen, ihre Kamera zu verkaufen. Schade darum wäre es trotzdem, denn es gibt unfassbar viele Gute da draußen, auch junge Fotografen, und ich hoffe, dass sehr viele ihre Möglichkeiten zur Existenzsicherung finden und damit weiter am Markt bestehen. In diesem Sinne freut es mich, wenn du bis hierher zugeschaut hast. Ich freue mich auch sehr, wenn du vielleicht schreiben könntest, welcher der Ansprüche dir gefallen hat. Wenn du noch mal eine andere Interpretation hast dazu, schreib es gerne in die Kommentare. Lass uns in den Austausch gehen. Wenn du dir eine weitere Folge wünschst, kannst du das auch gerne hier kundtun. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir uns hierzu ein bisschen per YouTube-Kommentare unterhalten würden. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Geh raus fotografieren. Vielleicht hat dich der ein oder andere Spruch von mir inspiriert. Lass ein Abo da und dann immer schöner denken. Wir zwei, wir sehen uns, wenn du magst, hier auf dem Kanal ganz kurzfristig wieder.